Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Emerald Nuzlocke Randomizer. Es sind endlich alle Pokémon auf Level 29, sodass wir uns jetzt in Ruhe und voller Gelassenheit, deswegen werde ich auch nicht speeden, einmal ein wenig nochmal diese Gegend hier genießen. Ich werde die Pokémon-Kämpfer natürlich speeden hier, damit wir wegrennen können. Ich habe keinen Bock hier zu kämpfen. Wir werden uns einfach wieder auf den Berg begeben, zurück nach Ravastadt gehen. Und dann gegen Flavio, oder Flavia, heißt sie Flavia heißt sie, kämpfen. Denn wir haben ja keine Eile. Wir gehen auch wieder durch diese Höhle, auch wenn wir da unten abkürzen könnten. Ne, wobei, das nur die, Dingens, ne? Die Wüste, genau. Ne, da können wir nicht abkürzen, nehme ich zurück. Hier werden wir sogar von Gegnern verschont. So, jetzt gehen wir hier rein. Quatschen mit der Frau. So, und diesmal genießen wir diese Aussicht auch einmal. Wie wir auf diesen Berg hinauffahren. So. Jetzt gehen wir auch hier gleich wieder runter. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Und wir sind schon da in Bad Lavastadt. Hat anderthalb Minuten nur gebraucht. So, die Pokémon sind geheilt. Was ich aber kurz hier machen muss, das habe ich nämlich vergessen. Nee, brauche ich gar nicht. Huch, Entschuldigung. So. An erster Stelle kommt in dieser Arena natürlich Milotic, aka Pet. So. Was hast du denn? Ach, das will ich gar nicht wissen. Ach genau, jetzt müssen wir uns mit diesen Dingern hier vorher bewegen, ne? So, Kampf Nummer 1. Ein Feuerspucker möchte es sein, also. Jeff mit Schleimock? Heißt es Schneckmack. Schneckmack? Ja, Schneckmack heißt es, glaube ich. Mach mal Waterpulse. Müsste sehr effektiv sein. Müssen ja One-Hitten, genau. Waterpulse. 367 Erfahrungspunkte ist weniger, als wir da zum Teil hatten, als wir gelevelt haben. Bei so einem Impagata zum Beispiel. So. Mach nochmal den Waterpulse. Und dann ist Schneckmack auch schon Geschichte. Player defeated. Wie heißt der? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Also Jeff, ja, aber wie das hier auf Englisch davor heißt. Auf Englisch davor heißt. Wir können gute Deutsch. So, müssen wir wohl das hier nehmen. Doppelkampf? Jawohl. So, die beiden neuen Pokémon zusammen. Und du machst mal den Mega-Punch auf Numel. Das müsste eigentlich passen. Japp. Kangama ist sehr stark, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass wir es gekriegt haben. Möter meinte ja hier, dass ich dann Orgasmus hatte. Nein, hatte ich nicht. Habe mich einfach nur gefreut. Auch über das Milotic habe ich mich gefreut. Glück gehabt, wirklich Glück gehabt. So. Da ist kein Trainer. Ich möchte gerne alle Trainer mitnehmen. Hier komme ich dann hier raus. Wieder ein Doppelkampf. Astrainer und Feuerspucker. Du machst dann den Waterpulse und du machst einfach mal Megapunch. Hoffentlich trifft der. So, das reicht auch für Kakleon. Und das reicht für beide. Ist ja krass. Ist hier ein Doppelkampf? Nee, nur ein einfacher. Mach mal, Waterpulse. Das reicht ja. Wie gesagt, ich möchte eigentlich jeden mitnehmen hier. Ich glaube, da kommen wir wieder hier raus, genau. Da kommen wir auch wieder hier raus. Ich wollte hier rein. Ist ja auch ein Doppelkampf. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Waterpulse, Level 30. Das war so Recover. Das kannte er doch schon, oder? Recovers up to half the user's maximum HP. Hier ist Poisoning. Ach so. Ja, dann machen wir das doch mal. Und du? Jawohl. Medite, das gehört dir gar nicht hin.
Was soll denn das? Ist von geschummelt. Scheiße. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich meine, es gibt ja eigentlich nur einen Weg. So grob. So, hier kann ich jetzt ein bisschen variieren. Hier falle ich dann hier wieder hin. Von daher passt das ja eigentlich. Ups. So, den kann ich hier hin. Hier hin. Hier muss ich den nehmen. So, dann nehme ich den nicht. Nehme ich den. So, kann ich nur den nehmen. Hier ist nichts. Falle ich runter. Scheiße. Penner, Kacke. Aber ich glaube, ich habe hier doch jetzt alles gemacht, oder? So, um zu der Dame zu kommen. Flavia heißt sie. Oder doch hier rein? Ach so, genau. Und hier hatte ich die Wahl zwischen rechts und links, ne? Rechts. Ja, jetzt bin ich bei Flavia. Alles klar. Aber vorher müssen wir natürlich den Waterpuls auch wieder auffrischen. Ich habe mich gerade ganz vergessen, den wollte ich gar nicht hin. So, ich wollte hier hin. Passt der ungefähr? Den hier nehmen? Den hier? Das war falsch. Gerade noch gemacht und jetzt schon wieder vergessen. Zeig doch mal von einem Kurzzeitgedächtnis. So, den. 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 Und den. Dann fahren wir runter, nehmen den hier und sind bei Flavia. Hallo! Welcome. No wait. So, sie ist gerade eben Lina geworden. Ist noch ein wenig nervös, möchte es aber trotzdem wagen. Dün, 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 Lina Flannery heißt sie hier. Who liked her better? Oh, ich liebe diese Musik. Pets. Los, mach mich stolz. Waterpuls, das müsste genau One It sein. Schneckmark. Level 24. Also jetzt kommt Kamerupt Level. Nein, ich möchte nicht wechseln. 26 steigert sich ein wenig hier. Waterpuls, reicht es noch? Klar. Das ist ein starkes Milotic. Ein starkes Pet. Und jetzt kommt Torkoal, das ist Quartel. Das wird wohl kein One-Hit sein. Richtig. Sonnentag. Ist natürlich für uns von Vorteil. Was eine Idiotin. 1000 Erfahrungspunkte. Level 31 für Pet. Player defeated Lina Flannery. Ja. Sie war ein wenig verunsichert. Hat sich wohl ein bisschen zu sehr reingehangen. Gibt uns aber den Hate-Orden, den Hits-Orden. Ja, Feedback auf Pokémon. Ja, blablabla. Über 50 gehorchen mir. Ich darf Stärke außerhalb des Kampfes einsetzen und kriege Hitzekoller. Und sie möchte mich adden. Bei Skype. Als Freund. Hi. Ach, du hast ein bisschen in den Thermen gechillt, ja? So, die Goo-Goggles, das sind die Wüstengläser. Da kann ich jetzt nämlich Chilimilli in die Wüste gehen. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Können wir nicht mit den Goo-Goggles jetzt? Was ist mit dir? Möchtest du nicht kämpfen? Ach. Ich darf hier ein Pokémon fangen! Watergun? Ach ja, super. Nachteil ist, ich habe hier nicht viel Zeit. Weil der Sandsturm hier ja raged. Und Lamus nach und nach killen wird. Also langsam. Das
hat immerhin schon mal einmal gewackelt, ja? Hab ich denn a ball that works better than... Naja, ist ja... Freeman-Ball? Das möchte es. So. Das wird, hat auch fleißig kommentiert. Ich nenne ihn jetzt hier nur Kevin. Upsala. Mit C. Beck ist B. Zack. Okay. Durfte ich hier was fangen? Warte mal. Oder ist das die gleiche Route? Das kann ja gar nicht die gleiche Route sein. Ach, das pennt noch, das Viech. Stardust. Erinnert mich an Lena Meyer Landguts neues Lied. So, wir wechseln hier auch mal. Du bist ja eh schon stark genug. Hier, wie heißt das denn hier? Wie heißt denn die Zwischenentwicklung? Cool, weiß ich gerade gar nicht. Pursuit und Mega Punch. Pursuit und Mega Punch. Pursuit und Mega Punch. Sehr nice. Ich mag dich, Kangama, muss ich sagen. Schwalboss. Ich frage mich gerade, ob ich hier wirklich ein Pokémon fangen durfte. Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht mir nämlich gerade nicht so aus, dass hier eine extra Route ist, oder? Pursuits. Wir nutzen natürlich hier ein bisschen die Trainingsgelegenheit. Ach so, ja. Habe ich nicht gemerkt, dass Pursuit da nicht sonderlich effektiv ist. Mein Fehler. Ich finde schon, dass ich hier was fangen darf. Das Lamus. Ja doch, das behalte ich jetzt einfach so. Hast du davon? Okay, Mist. Das ist aber easy peasy. Als nächstes würde ich gerne Mülter dann trainieren jetzt. Auf Level 30 bringen. Denn der Gute, er lernt, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Auf Level 30 nehme ich Stardust. Nämlich Psystrahl. Und Psystrahl ist halt gut. Und dieses verfickte... Die verfickte Psywelle trifft nämlich auch nie. Ich muss das wechseln. Du bringst gar nichts. Mütter, gar nichts. Nightshade. Aber auch Xatru ist nicht, sondern... Ja, nee, vergiftet halt alle. Ja, nee, kein Problem. Ich will aber nicht. Manu. Ich will nicht. Ich will euch nicht in meinem. Ich will euch nicht bei Skype adden. Oh, Super Potion hier. Wenn ich es ja eigentlich nicht wollte, aber ich habe hier ja fast keine Wahl. Inkognito. Das sind viele Trainer hier, wusste ich gar nicht. Wie kommen die hier rein? Haben die alle dieses komische Glas? Ist. Willst du mich verarschen? Pupanzer! Ich fühle mich gerade verarscht. So. Auch Kangama hat Level 30 erreicht. Und Mülter kriegt es dann niemals hin, einen Kampf ohne Vergiftung da zu bleiben. Inkognito. So, vielleicht jetzt, denn es kann nämlich kein Giftstachel, glaube ich. So, das kann ich verlieren. Wie unfair dieser verfickte Sandsturm ist. Ich hasse ihn. Tut ihm doch noch ein bisschen mehr weh, Mülter. Ist ja kein Problem. Da muss Andel dann wieder machen. Rock Smash. Das ist zwar doof. Mega Punch. Jawohl. Ja, wir wechseln trotzdem hier zu alle verletzt. Wing Attack. Ja, das geht. Süß. Ich habe nur wieder den Namen vergessen. Das war schlecht, 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 das war schlecht. Psywelle? Die muss hitten, genau. Das muss raus. Da habe ich viel zu viel Angst vor, dass ich es jetzt verliere. Vögel dafür. Wing Attack. Das ist okay.
So, jetzt haben wir, glaube ich, auch alles schon besiegt. Das ging ja recht schnell. Ich frage mich immer noch, ob ich hier was fangen durfte. Also für mich persönlich ist es jetzt ein neues Gebiet, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, ich möchte gern hier rein. Ach, hier muss ich ja. Das ist sogar realistisch, dass es hier auftaucht. Ging das nicht so? Mit dem Eilrad? Man darf nicht stehen bleiben. Wie geht das denn nochmal? Vor allem, wenn die ganzen Pokémon kommen, geht das nicht. Das war clever. Ich kann das gar nicht mehr. Das finde ich damals so gut. Das musste man ja auch bei Rayquaza machen. Stimmt, ja. Vor allem. Nee. Nee, das mache ich dann jetzt nicht. Ich habe keine Lust. Kann ich nicht. Ich gib's zu. Söhchen. Wir gehen kurz ins Pokémon Center. Noch, das mache ich den Part jetzt noch. Zieh, Junge. So. Din, din, din. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Tschö, tschö.